Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit Transformers Generations Centurytron. Eine ziemlich coole Figur, wie ich finde. Was ich vor allem sehr interessant finde, ist, dass es ein Team aus drei Minicons ist, die zusammen einen großen Roboter bilden. Aber, als wenn das noch nicht alles ist, lassen sich alle drei jeweils nochmal in Fahrzeugmodus wie jetzt und in den Robotermodus verwandeln. Einmal hätten wir Heavy Tread, Windshear und Runaway. Ja, die Figuren sind ziemlich cool. Es gibt leider auch einige Mankos an diesen Figuren, aber das zeige ich euch dann später. Schade finde ich wie immer, dass Hasbro hier leider einige Farbprobleme mal wieder hat. Aber wie immer heißt ja das Sprichwort, Abbildungen können sich mit den tatsächlichen Produkten leider variieren. Naja, gut, wie immer. So, das beste Beispiel ist dieser Truster von Runaway. Er ist komplett schwarz. Hier ist er mit grün-gelb abgebildet. Finde ich sehr schade. Grün-gelb wäre deutlich geiler gewesen, weil er dann hier zugepasst hätte. Ja, kommen wir jetzt aber erstmal zu dem Rest. Wir kommen jetzt erstmal zu dem, was in dieser Packung natürlich noch alles vorhanden ist. Wir haben einmal ein IDW-Comic, was ziemlich cool ist. IDW, Dreamwave Productions, ist ziemlich cool. Wir haben natürlich hier einmal die ganzen Seiten mit ziemlich coolen, ziemlich coolen Ideen. Was ich sehr lustig finde, ist vor allem ein Raumschiff, was aussieht wie ein Kopf. Er könnte fast der Kopf von Rodimus Prime sein. Wir sehen es einmal hier. Finde ich ganz lustig von der Idee her. Und was wir quasi in den Comics erleben, ist quasi der Zusammenschluss von mehreren kleinen Minicons, quasi die zusammen einen großen bilden. Das ist eine komplette Geschichte, das heißt, es gibt mehrere Comics hiervon, die natürlich ineinander übergreifen. Was ich sehr schade finde, ist, dass es diese Comics in den deutschen Versionen nicht gibt. Wir haben es gesehen bei Orion Pax und Megatron. Leider hier kein Comic mit inklusive, aber ja, es ist wieder typisch. Deutschland wird wieder mal zu kurz kommen. Ja, dann haben wir noch eine kleine Anleitung mit dabei, mit sehr simplen Abbildungen. Schwarz, weiß, wie auch immer. Finde ich sehr schade, dass es einfach nur so minimalistisch ist. Da bin ich von Drittherstellern mittlerweile deutlich Besseres gewöhnt. AKA Hercules, aber trotzdem macht es nichts, die Figur selbst ist ziemlich geil. Ja, wir kommen einfach mal kurz zur Packung. Wir sehen hier einmal die drei Fahrzeuge mit Heavy Threat, Windshear und Runaway und natürlich den Combine-Modus von Centurytron. Ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Wir sehen hier einmal die Unterbeine, Heavy Threat, der Rücken und der Unterkörper ist quasi Runaway und oben der Kopf ist Windshear. Ja, die Waffen lassen sich aus allen drei zusammenbauen. Und ja, die Figur hat einige gewöhnungsbedürftige Komponenten, zum Beispiel die Rotoren von dem Helikopter sind hier hinten hinter dem Kopf waagerecht angebracht. Aber ja, klingt auf jeden Fall ganz gut. Wir haben einmal hier vorne die Packung. Hier hinten ist natürlich dann das Comic einmal drin und hier vorne sind natürlich die drei einzeln dann im Combine-Modus als Centurytron in der Verpackung. Einmal natürlich 30-jähriges Jubiläum. Ja, und auch ganz groß hier oben der Hinweis, Comic Book Included. Ja, jetzt kommen wir einfach mal zu den Figuren an sich. Die Figuren, wie gesagt, sind ziemlich cool gemacht. Minimalistisch, aber trotzdem machen sie was her. Jeder hat die eigenen Waffen. Er hat einmal dieses normale Panzerrohr, das dann quasi zu einer großen Waffe wird für Centurytron. Wir haben hier einmal diesen Blaster hinten und hier einmal die Gatling. Die Gatling, muss ich aber dazu sagen, habe ich jetzt so unten dran gebaut, weil sie einfach passt, damit jeder von denen eine Waffe hat. Normalerweise ist es auf der Packung abgebildet, dass sie quasi bei Heavy Threat hinten auf den Rücken hinten drauf kommt. Finde ich aber nicht gut, deswegen habe ich es jetzt unten dran gebaut. So, die Figuren an sich, kommen wir jetzt einfach mal zur Verwandlung. Wir haben einmal, wie gesagt, Heavy Threat. Der ist ganz leicht zu verwandeln. Wir ziehen einmal hier die Arme auseinander. Ganz simpel. Ich zoome einfach mal ein bisschen heran. So, dann drehen wir die
oder erstmal die Arme auseinander und die Beine. So. Dann klappen wir hier außen diesen Klappen herunter. Drehen die Arme seitlich zur Seite. Wenn es auseinander gehen sollte, hier unten den Torso einfach wieder zusammendrücken. Dann hier unten die Beine auseinanderklappen. Und schon haben wir den sehr massiven und trotzdem sehr coolen Heavy Thread. Die Kanone kann nicht auch abgenommen werden, wer es natürlich möchte. Ach, ich muss mal das Comic wegnehmen. Es tut mir leid, aber sonst haben wir den Fokus nicht mehr. So, wie gesagt, haben wir Heavy Thread und die Kanone kann abgenommen werden. Die Kanone kann natürlich beidseitig in beide Arme genommen werden. Entweder so rum oder so rum. Durch diese kleinen Packs hier unten. So, die packen wir jetzt einfach mal wieder hier dran. Und stellen einfach mal zur Seite. Dann kommen wir mal zu Runaway. Runaway ist natürlich hier als schöner Jet. Den können wir hier einmal hinten die Waffe lösen. Anschließend, hier haben wir, sehen wir schon den Kopf und die Arme. Lösen wir die Arme hier unten raus. Die sind mit den Beinen hier mit diesem Pack verbunden. Drehen hier die Füße nach oben und winkeln die Beine nach unten an. So. Und jetzt bitte aufpassen. Der Torso lässt sich auch hier in zwei Teile teilen. Hier, diese Packs bilden zusammen einen großen, einmal hier rumklappen und die werden hier vorne mit reingesteckt. So. Und schon haben wir Runaway. Ein ziemlich geiler Charakter. Die Waffe können wir natürlich auch noch hier auf dem Arm befestigen. Für mich erinnert er irgendwie von den Beinen und auch vom Kopf her so ein bisschen an eine Prime-Figur. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ist egal, vielleicht fällt es mir später ein. So, dann stellen wir jetzt einmal zur Seite. Und jetzt kommen wir natürlich zu Windshare. Windshare hat mich sehr überrascht. Es ist zwar für mich die fragilste Figur, die sehr leicht auseinandergeht, sich in die Bestandteile auflöst. Was mir aber an dieser Figur sehr gefällt, es ist ein weiblicher Charakter. Ja, man sieht es selten, weibliche Charaktere sind wirklich Mangelware bei den Transformers. Trotzdem macht diese Figur ziemlich viel her. Ich packe jetzt einfach mal die Waffe zur Seite. So, wie gesagt, Windshare ist ein, ich würde sagen Apache, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall ein ziemlich cooler Kampfhubschrauber, der auch leicht zu verwandeln ist. Wir klappen einmal das Rückteil hoch, klappen die Flügel zusammen, drehen die Beine mal, nee, Quatsch, erst die Arme zur Seite winkeln, so, und jetzt die Beine hier aus diesen Packs lösen. Und nach unten winkeln. So. Wir sehen schon die sehr filigranen weiblichen Beine. Auf Stöckelschuhen, ja. Und klappen jetzt einfach mal den oberen Teil einfach herunter. Und schon haben wir quasi Windshare. Auf jeden Fall eine sehr markante und sehr, ja, von Körperteilen sehr feminine Figur. Man sieht es auch an dem Kopf. Ich finde, der ist sehr feminin. Auf jeden Fall. Wir sehen hier oben die Augen, der Mund. Auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, wie gesagt, das ist jetzt das Team. Ziemlich cool auf jeden Fall im Robotermodus. Im Fahrzeugmodus haben wir es ja eben gerade gesehen. Wir haben natürlich noch die Möglichkeit, die Waffe von Windshare ihr natürlich auch in die Arme zu geben. Oder bis halt an die Arme dran zu packen. Finde ich eigentlich ziemlich coole Idee. Macht auf jeden Fall was her. So, wir haben natürlich auch, wie gesagt, jetzt die Möglichkeit, Centuritron zu bilden. Ist ein wenig komplizierter, trotzdem, ja, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, eigentlich relativ leicht. So, weil ich finde, Windshare ist eigentlich die komplizierteste Figur von allen. Wir drehen einmal den Helikopter wieder so nach oben. So, winkeln die Arme hinter die Beine. Winkeln die Beine an.
belassen wir jetzt so erstmal. Das heißt, nein, belassen wir nicht. Wir können natürlich noch erstmal hier die Rotoren oben aufklappen und den Kopf von Centuritron nach unten klappen. So. Das ist das, was mich persönlich ein bisschen aufregt. Dieses Teil geht immer wieder ab. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Vielleicht mit einem Metallgestänge, wie auch immer. So, jetzt klappen wir das hier wieder nach unten und fixieren damit den Kopf. So. Ach, ich hasse es. So. Wie gesagt, das ist dann der Kopf oder Oberkörper. Lege ich erstmal zur Seite. Jetzt haben wir hier die Beine. Heavy Thread quasi, werden die Beine. Den ist ganz einfach zu verwandeln. Wir lösen einfach so das Mittelteil. Drehen das Ganze einmal herum. Und schon haben wir die Beine. Wir können das ja noch nach hinten winkeln, wenn wir das wollen. Finde ich persönlich jetzt schöner als Arme, wenn die als Beine, wenn die Arme nach hinten gewinkelt sind. So, jetzt haben wir hier oben One-Away als Mittelteil. Das ist ganz einfach zu verwandeln. Das zeige ich euch jetzt. Wir drehen einmal das Ganze herum. Lösen dieses Mittelteil. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir haben hier ziemlich viele Gelenke drin. Wir drehen einmal das Ganze komplett auseinander nach außen. Das gleiche hier. Einmal komplett nach außen drehen. So, jetzt haben wir hier oben kleine Packs. Die werden hier quasi an der Seite festgemacht. So, das gleiche einmal hier. So. Und bevor wir das jetzt weitermachen, erstmal die Arme nach innen winkeln. So. Und jetzt einmal diese Klappen hier nach innen winkeln, damit das Bein geschlossen ist und nicht mehr so hohl wirkt. Und schon kommen die Hände zum Vorschein. So, das hier wieder ein Stück nach oben klappen. Und jetzt verbinden wir einmal den Kopf von One-Away und dieses Mittelteil miteinander. Hier sind zwei Stifte. Diese Stifte werden hier hinten mit dem Rückenteil verbunden. So, stecken wir das einfach mal so ineinander. Rastet ziemlich gut ein. Und schon haben wir den Oberkörper quasi. So. Jetzt kommt Windshare. Windshare, wie gesagt, ist ein bisschen komplizierter. Sie hat hier unten ein Pack und ein Verbindungsteil und die werden ineinander geklappt. Bitte hier aufpassen. Sie hat hier unten den Minicon-Connector und hier unten so ein kleines Loch. Dieses Loch wird quasi hier auf diese Flugzeugspitze gesteckt zum Fixieren. So, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege, ohne dass sie mir wieder auseinanderfällt. Ich wette nicht. Hey, es gelingt mir sogar mal, ohne dass sie auseinanderfällt. Das ist schön. So. Jetzt kommt hinten, das wird noch runtergeklappt. Die Beine und der Seitenruder quasi des Helikopters werden das Jetpack quasi. Oder das Rückenteil, wie man es auch mal will. So. Und schon haben wir Centuritron im Robotermodus. Wie gesagt, eine ziemlich coole Figur, finde ich. Sie hat die Größe einer Deluxe-Figur, hat auch die gleiche Beweglichkeit, kann man fast sagen. Sie hat ganz normale Ellenbogengelenke und Schultergelenke. Wie gesagt, hier M-Bogen, Schulter, die Fäuste sind fest. Die Beine haben, also es hat kein Hüftgelenk, aber die Beine lassen sich nicht nur nach oben winkeln, sondern natürlich auch noch Kniegelenke. Zwar sehr eingeschränkt beweglich, aber trotzdem ganz cool. Und dann haben wir natürlich noch die Waffen.
Die Waffen lassen sich natürlich auch miteinander verbinden. Einmal haben wir hier von Heavy Tread die Waffe. Dann haben wir hier von Windshear die Waffe. Die stecken wir hier oben drauf. So. Und dann einmal von Runaway den Thruster. Den stecken wir hier unten fest. So. Und schon ist diese Mega-Waffe quasi fertig. Die können wir ihm natürlich auch noch in die Hand geben. Na, wenn er mal den halten will. So, und schon hat er natürlich jetzt die Waffen. Ziemlich cool auf jeden Fall. Sehr bombastisch, gefällt mir. Nur leider hier etwas falsch gelöst. Er hat hier einen Balljoint natürlich und die schwere Waffe hält natürlich auf Dauer definitiv das Gewicht nicht aus und wird nach unten sich winkeln. Ungefähr so. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ziemlich nice. Die Figur an sich ist, finde ich, von Details her sehr minimalistisch. Sie hat, besteht im Großen und Ganzen aus schwarz und grünen Teilen mit leichten gelben Verzierungen und ganz vereinzelt grauen kleinen Teilen. Hier ist die Spitze grau, hier ist das Gesicht grau, der Rotor grau und das war es eigentlich schon. Ja, von Heavy Tread, hier ist der Kopf noch zu sehen. Wie gesagt, deswegen klappe ich das gerne rum, dann ist er ziemlich gut verdeckt. Ja, wie gesagt, ich finde die Figur ganz nice, auf jeden Fall nice to have, vor allem für die Minicons. Es ist eine ziemlich gute Verstärkung im Team, wer die Minicons sammelt, macht auf jeden Fall was her. Die Figur hat alles in allem, finde ich, Fahrzeugmodus jeweils, auch wenn sie, wie gesagt, sehr minimalistisch ist und auch die Repaints, das heißt also die Thruster falsch gemalt sind und so, oder besagt das Painting fehlt. In meinen Augen auf jeden Fall 8 von 10 Punkten verdient. Robotermodus finde ich alle sehr nice gemacht, da haben sie 9 von 10 Punkten. Alles in allem aufgerundet 9 von 10 Punkten. Der Combiner-Modus ist, finde ich, gut gewählt. Gute Proportionen auf jeden Fall. Wirkt viel, viel besser als damals die Combiner aus der Armada-Line. Und ja, die Farbwahl ist sehr interessant. Schwarz und Grün passt sehr gut zusammen. Gelb als Kontrast finde ich auch. Und wie gesagt, es fehlen leider einige Paints, aber naja, die Paintjobs, die da fehlen, die kann man auch im Nachhinein, wenn vielleicht ein Repainter ist, wo man sagen könnte, okay, ich male sie mir selbst, wie auch immer, ein Customer, kann das natürlich selbst machen. Ansonsten, ja, im Combiner-Modus eingeschränkt von der Bewegung, ansonsten würde ich trotzdem sagen, auch hier 9 von 10 Punkten, macht overall 9 von 10. Ja, und da sind wir auch schon am Ende unseres Reviews angelangt und wir sehen uns das nächste Mal. Ich freue mich, wenn ihr mich abonnieren würdet oder wenn ihr mich weiterempfehlt. Und ansonsten, wie immer, Kritiken oder Lob, einmal bitte in die Kommentare. Und ich sag mal, bis demnächst, euer Rexfor.